Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Jetzt ohne Facecam. Läuft alles, klingt's gut, es klingt gut. Wir würden hoffen, wir Crew Talks machen. Ich werde vielleicht das Spiel auch ohne Facecam einfach fertig spielen, weil sowieso so viel geredet wird. Das lässt mich nur langweilig und gelangweilt ausschauen. Hey Liam, was geht ab, Alter? Coole Frisur, gefällt mir. Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Reicht ein Film aus, damit sich die Leute besser fühlen? Ob es hilft, mit Freunden Spaß zu haben und zu vergessen, wie sehr wir am Arsch sind? Ja. Es kann nicht schaden, dem Pioniergeist der Leute auf die Sprünge zu helfen. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Ich glaube, dass Filmabende ziemlich tot sein werden in der Zukunft. Die sind jetzt schon tot. Oh. Mein Lieblingshaustier, mein neues. Also, Jarl. Also. Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Auf meinem Schiff denkt keiner so. Wir sind ein Team. Ich sprach von meinem Unwohlsein angesichts der Unterbringung, nicht von irgendwelchen Vorurteilen. Ich bin auch ein Alien. Wir sind alle Fremde. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns. Und trotzdem haben sie uns ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Okay, dann halt nicht. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie bitte mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angare sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Bei Gelegenheit würde ich Ihnen gerne mal bei der Arbeit zusehen. Natürlich. Ich kann es allen zeigen. Nein. Nur wir beide, damit wir uns besser kennenlernen. Oder einfach nur ein Hobby teilen. Ach, natürlich. Gut. Gut. Verdammt. Interessant hier drinnen. Das schaut alles sehr nach Cat-Tech aus. Kann ich scannen? Oh. Etwas zum Scannen. Wissen Sie, Costa, Vokan hat seinen ganz eigenen Reiz. Ja. Ich spiele trotzdem nicht mit Ihnen. Ich schon. Wirklich? Sie scheinen gar nicht der Spielertyp zu sein. Wieso denn? Nur weil ich mehr Studienabschlüsse habe als Sie, Finger? Das Gefecht ist eröffnet. Okay, Doc. Dann los. Wen haben wir unten? Cora.
Hier ist Bibi. Haben wir mit dir schon gesprochen? Die Brücke ist vorne, der Maschinenraum hinten, die Krankenstation Steuerbord. Vorne ist alles fürs Hirn, hinten das für die Muckis. Das ist hilfreich. Verdammt, Patrick. Dieser Archon ist unheimlich. Vielleicht erlauben mir die Angara ja, meine Zelte vorübergehend auf Aya aufzuschlagen. Ich hätte sie nicht für jemanden gehalten, der vor Problemen wegläuft. Naja, wenn Sie es so ausdrücken. Alles klar. Halten Sie ihn nächstes Mal in der Leitung. Ich hätte ihm vielleicht noch das eine oder andere zu sagen. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ob es leckt. Ich bin kein Flirtexperte, aber verdammt war das schlecht. Gil. Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Muss ich Lexi um eine psychologische Beurteilung bitten? Ha, ja, vielleicht. Die Leute sagen mir schon mein ganzes Leben lang, ich wäre verrückt. Ich habe hier mit ein paar Geißelproblemen zu kämpfen. Sie wollten ja nicht hören, als dieser Archon-Typ versucht hat, sie vor einer Spritztour in das Ding zu warnen. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion. Was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Nein. Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Mhm. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Vielleicht, wenn mal nicht gerade die Pflicht ruft. Eine kleine Ablenkung hier und da kann hilfreich sein. Man kommt mal auf andere Gedanken und sieht die Dinge anschließend deutlich klarer. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Ah, nein, ich bin kein Kartenspiel-Fan. Überhaupt nicht von Glücksspielen. Jump! Okay, er hat es überlebt, ohne Probleme. Dann haben wir hier noch Cora, habe ich gesehen. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja. Wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Wir haben mal einen gefährlichen Kult infiltriert, indem wir uns als neue Initiantinnen ausgaben. Valenza hat es gehasst. Sie war sowas wie unsere Militärgeistliche. Dieser Kult, diese Pervertierung des Glaubens hat sie richtig wütend gemacht. Wie haben sie ihn zerschlagen? Nysira gab vor, Valenza müsse vom Bösen gereinigt werden. Sie erhielt eine Privataudienz bei der Anführerin des Kultes. Valenza hat sie erschossen und dann für sie gebetet. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Im Moment nicht. Aber vielleicht fällt mir ja später noch irgendwas Spannendes ein. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Leckt's wieder? Nein, bei Cora nicht. Okay, wer fehlt denn jetzt noch? Vetra? Das Liams... Deines zu Hause? Er schläft auf der Couch, wie es ausschaut. Habe ich mit dem Kolganer schon geredet? Ich glaube schon. Schauen wir nochmal vorbei, wenn wir ihn finden. Niemanden. Was halten Sie von den Angara, alter Mann? Stark, ehrenhaft, Überlebenskünstler. Es ist eine Weile her, seit mir eine neue, freundliche Spezies begegnet ist. Das letzte Mal waren es die Menschen. Ach ja, richtig.
Sie haben den Erstkontakt mit ihm ja selbst erlebt, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, waren meine exakten Worte: Es ist mutig, so matschig zu sein. Wissen die, dass sie hauptsächlich aus Wasser bestehen? Das ist hart. Lassen Sie das nicht Ryder hören. Ich stehe direkt hinter euch. Habt ihr das nicht bemerkt? Hätte mich nicht laufen. Ich bin eine gewaltige Portion Mann hier. Der stampft herum halt. Oh, das sind Plüschtiere. Ist das ein Bellsprout? Warum sage ich das englische Wort? Oh, ich weiß nicht, das deutsche. Das andere schaut aus wie Rick and Morty irgendwie aus. Hey, yo, Drake. Ich habe in meinem Leben ja schon eine Menge Scheiß gesehen. Aber dieses Gewölbe war definitiv mal was Neues. Wie es aussieht, könnte es mit Ihnen noch ganz spannend werden, Kleiner. Nichts von all dem war meine Idee. Aber ich will verdammt sein, wenn ich die Sache nicht hinkriege. Naja, der Anfang war jedenfalls schon mal ziemlich vielversprechend. Gut, hören Sie dann jetzt vielleicht mal auf, mich Kleiner zu nennen. Ups. Ich habe Spender gesehen. Er hat sich mit Cashs Assistentin unterhalten. Sie meinen diese dürre, kleine Salarianerin? Dell? Sie mag ihn auch nicht. So viel steht fest. Ja, ihr Verhältnis schien ziemlich angespannt zu sein. Soweit man das anhand einer Unterhaltung beurteilen kann. Er ist ein Drecksack, der seine Macht nutzt, um andere zu schikanieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er irgendetwas tut, das die Nexus in Gefahr bringt. Sorgen wir also dafür, dass er keine Gelegenheit dazu bekommt. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Kleiner. Und du? Mit cooler roter Armor? Ja, schaff ich's. Ja. Für Sie habe ich immer Zeit. Aber anscheinend habe ich keine Zeit. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Oder einfach keine Dialoge mehr. Dann auf hier. Rauf hier, Ryder. Und Super Jump Ryder, geht's weiter. Für Sie mit ihm zu reden. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas nützt. Er ist vom Kill, oder? Wow, leck. Scannen wir mal seinen Planeten. Ups, nein. Dann doch nicht. Anomalie auf den Sensoren. Oh, okay. Ist das die Eisweb? Ich wollte eigentlich zuerst in den Dschungel mal schauen, ob ich das richtig erwischt habe. Spiel wird eh auf Story-Fokus sein. Haupt-Story-Fokus und Gefährten-Story-Fokus. Anomalie auf den Sensoren. Pass 5, ja. Was haben wir hier? Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Orte die Überreste eines Schiffes. Hier haben wir geplündert. Sonst noch was? Mit dem ich empfange Widerstand. Etwas. Oh. Empfangst du einen Widerstand? Wir sind bei Maisplaneten. Okay, okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Ist genehmigt. Wir brauchen... Eigentlich müssen wir Charlie mitnehmen. Falcon, habe ich nicht ein neues Sturmgewehr mehr gegönnt? Sweeper, dieses Ding hier. Mods. Hoffen wir so Laufmods.
Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ja, nicht so viel. Rüstung. Weltraumforscher. Da wollte ich eigentlich N7 nehmen. Habe ich noch nicht hergestellt. Verdammt. Das schon? Nein, auch noch nicht. Auch noch nicht. Habe ich noch nicht benutzt. Bibicora. Da. Mein Lieblings-Alien-Team. Eigentlich der Kurganer wäre mein Lieblings-Aliens-Team. Die erste Tarnung für die Ice-Map geht gar nicht. Violett. Bam. Bringen Sie uns runter, Kello. Wir hatten diesen Planeten Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Ich habe Suvis Haare wieder zurückgestellt. Ich gedacht habe, dass das Lecken verursacht, aber es leckt noch immer. Also, vielleicht auch eine andere Kleinigkeit. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Die Landschaften schauen richtig cool aus halt. Das ist definitiv das Plus dieses Spiels, dass Cutscenes mit Landschaften mal richtig cool sind. Okay. Suvi hatte recht, was die Kälte angeht. Jump, brother. Wenn man nicht wüsste, dass hier was ist, man käme nicht darauf, dass hier was ist. Vorsichtig! Eis und Dunkelheit, eine tödliche Kombination. Das ist beeindruckend. Eine funktionierende. So. Gib mir die richtige Mission. Eremis. Liam. Ich bin. Yep. Das sind wir auch, oder? Wir sind ein starkes Volk und nur vorübergehend mit einem Problem geschlagen. Aha, das sagen die Menschen sich auch immer. Kleinigkeitenprobleme wie Covid und Weltkrieg. Wow! Hm. Einfach einen Super Jump Rider oder eine Alien-Invasion. Das wird uns alle ziemlich schnell verändern. Danke. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Nicht für lange. Wer sind die? Haben Sie die Erlaubnis, Lebenserhaltung ist stabil. Ja, sie weiß Bescheid. Wir sind gerade unterwegs zu ihr. Das ist, glaube ich, der Teil. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, das ist der Teil des Spiels, wo man das Mod braucht, hat die Klappe, Sam. Damit er nicht die ganze Zeit reinspricht. Super Charm Rider! Yeah! Da springt mir der Tipp. Das Ersatzteil hat die falsche Größe. Also, ist ein Nebensrest für mich. Ist stabil. Ist ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen.
Sobald sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild ihres Fahrzeugs verbessern. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Vault. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Ach, verdammt. Bitte lenken Sie keine Aufmerksamkeit auf uns. Nein, vielleicht nicht. Warum? Fühlt ihr euch schüchtern sonst? Hola. Ja, schön warm bleiben. Was machst du da oben, Bibi? Den Sport. Ich werde wahrscheinlich nicht zu viel in die Mission reintauchen. Das Let's Play wird sonst sowieso schon zu lange. Dafür, dass es wahrscheinlich keine Zuschauer bekommt. Was geht ab, Jungs? Super schön, Sie wiederzusehen, Commander Dozier. Und Sie, Joel. Ist das das Alien, von dem Sie glauben, dass es uns helfen kann? Ja, das ist Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich bin Enyik Dozier. Merken Sie sich den Namen. Denn wenn Sie uns hintergehen, werde ich Sie persönlich töten. Und seien Sie versichert, dass das, was ich dann mit Ihnen mache, die Sterne dazu bringen wird, Ihr Gesicht abzuwenden und zu verlöschen. Ich habe nicht vor, Sie zu hintergehen. Sie können sagen, was Sie wollen. Es ist die Tat, die die wahren Absichten enthüllt. Wenn Sie sich beweisen wollen, werden Sie ein Verbündeter in unserem Kampf gegen die Cat. Trotz all unserer Bemühungen bleibt Ihre stetig wachsende Truppenzahl eine Bedrohung für unser Volk. Reden Sie mit unseren Beobachtungsposten, die das Tal überwachen. Sie wissen, wo die Not am größten ist. Joel, behalten Sie sie im Auge und seien Sie vorsichtig, mein Freund. Das bin ich immer. Strapazieren Sie nicht meine Geduld, Alien. Okay. Ah, Nebenquest. Joel, mein Freund. Willkommen zu Hause, Bruder. Joel sagt gar nichts. Das ist ein Escort von dir, Joel. Ich nehm's mal an. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Für die Ausrüstung ist Hollis verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Ich weiß nicht. Das kriegt ihr doch selber hin, oder? Kann man doch keinen Alien vertrauen. Extreme registriert, Pathfinder. Die sehen doch alle ganz freundlich aus. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Es tut gut, wieder zurück zu sein. Ich habe hier Freunde. Komm schon. Nein. Nur Charles und ich. Ja. Oh, schaut cool aus. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Umgebungstemperaturen. Was ist denn? Wow, ich wollte mich gar nicht anschleichen. Ihr Commander hat gesagt, Sie könnten uns das Tal zeigen. Sieg, ich will nicht mit dem Alien reden. Mach du das. Ryder hat einen Namen. Sie haben ihm einen Namen gegeben? Wie hält man die überhaupt auseinander? Bei den Sternbeniska. Sei einfach still. Ja, wir können Ihnen das Tal zeigen. Wonach suchen Sie? Ich hätte Liam mitnehmen sollen. Dann hätte der Spruch wirklich gesessen. Ich will beweisen, dass ich als Verbündeter hier bin. Und das bedeutet Kampf gegen die Cat. Sie werden in jeder Richtung irgendwann auf Cat stoßen. Sie sind überall auf Vault. Wie Kurtz, aber mit Waffen. Wir haben Berichte über gefangene Angara in einem Cat-Arbeitslager unten im Tal gehört. Wenn Sie helfen wollen, wie der Commander sagt, könnten Sie dort anfangen. Sonst noch was? Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste, mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie.
Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sieg, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut, und benehmen Sie sich. Wir beobachten Sie. Ich beobachte die Aussicht. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Danke. Ich hab mir gerade mein Thumbnail zurechtgelegt. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Perfekt, perfekt. Wir haben fast ein Bandcover her. Gut gemacht, Team. Gut gemacht, Team. Wir können uns ein Band schimpfen jetzt. Im Normalbereich, Pathfinder. Danke. Give me the Nomad. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat of Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Kettanlagen beginnt. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mich mit Aphra gutstellen kann? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Bord liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Alle in den Nomad. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ich muss sagen, ich kann die Abkürzung da nicht nehmen. Das ist doch eine Abkürzung. Genau gesehen. Hat irgendwas markiert? Haben sie mir nicht. Logbuch. Wo ist die Karte? Hier. Verdammt! Ja, genau das habe ich mir gedacht. Das Spiel kann man ewig lang spielen. Ganz schön viel Platz. Ihre Schenkel sind riesig. Toll. Jetzt ist es für uns beide unbequem. Was hat sie gemacht? Hat sie sich ausgebreitet? Bibi ist die falsche Person zum Mitbringen hier. Sie trägt die schlechteste Rüstung für Eis und Schnee. Bauchfrei. Ishara ist eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vault beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Guck mal auf dich für nichts, außer reden. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Wir können nicht einfach eine ganze Lebenserhaltung wiederhergestellt. Das ist Sam. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Cat zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Du hast deine Entscheidung über mich sehr rasch getroffen. Ertappt. Ich hatte gehofft, wenn ich ihnen schmeichle, dann helfen sie mir, meinen Onkel Nilsch zu retten. Du musst Ryder nicht manipulieren. Irgendwas musste ich versuchen.
Wenn die Cat Nirsch aus dem Arbeitslager verlegen, finden wir ihn nie wieder. Werden sie es tun? Werden sie mir helfen? Wozu brauchen die Cat ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Sie sammeln Angara. Und wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Das ist schrecklich. Mein Beileid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nervpunkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nirsch hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Alles klar, alles klar. Wenn ich das direkt markiert bekomme. Fangen da der Kette reichen. Ach, machen wir das gleich. Ich will ein bisschen Action auch haben. Ich registriere einen Temperaturabfall. Damit Sam. Hier ist sowieso genug Reederei. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Danke, Sam. Danke. Charles, ja. Ich habe diesen Brei probiert, den die Angara essen. Der Geruch war großartig, aber der Geschmack weniger. Ich finde ihr Essen auch ziemlich fad. Oh, Pelissaria Bissail. Wie sollen wir nur jemals miteinander auskommen? Ja, ja. Das hat man nun davon, wenn man Konversation machen will. Ich das ist der ganze Name. Wiederhole ihn nochmal bitte. Warum weiß Jail das schon? Oh. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Müssen wir zu den Signalen? Nein, müssen wir nicht. Super Twist Rider! Achtung! Oh. In dieser Stätte könnten sich Relikte aufhalten. Achso, das kleine Ding da. Oh! Zum Spaß eigentlich. Hier müssen wir rein, oder? Ja. Das ist das Cat-Arbeitslager, von dem Skiot gesprochen hat. Ich halte die Augen nach den verschleppten Angara. Sind Sie hier, um uns zu retten? Die Steuerkonsole, um das hier abzuschalten, ist da drüben. Ach, kann ich da einfach mal draufschalten? Ah ja, klar. Ja, nicht mehr gestört. Angenehm. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Cat vernichten. Das ist die Einstellung. Ich werde sie looten in der Zwischenzeit. Ah, Unterstützung ist hier. Oh, ich kann nicht schnell. Nein, die Deckung bleiben. Danke. Das war eigentlich ein Sniper. Ich weiß, wie man Waffen wechselt. So. Dann gutes Sniper. Ich dachte nicht, dass das treffen wird. Lebt er noch? Nein. Alle in meine Schussbahn rennen. Tschüss. Gut gemacht. Holen Sie mich hier raus. What? Ja, zuerst gehe ich mal runter. Oh, Loot. Ich verstehe das den Kopf. Singularität gegen die Gegend. Ich
glaube, das ist ziemlich niedrige FPS. Das Snap funktioniert nicht so smooth. Aber das liegt an dem Mod und der hohen Grafik. Ist da jemand? Ja. Dann wird er nochmal. Oder sie halt. Oh, komm. Ich werde diese Kette umbringen. Das ist die Einstellung. Shoulder climb back up. Oh. Er ist gelandet. Sehr schön. Solidarität war schon mal eine gute Wahl. Jetzt brauche ich nur noch bessere Cooldown. Habe ich da Loot vergessen irgendwo? Nein, ich habe sie nicht genommen. Gut. Beim Balancieren. Okay, fertig balanciert. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Danke, Sam. Lebenserhaltung ist wieder online. Deaktivieren Sie die Barriere! Schnell! Problem, kein Problem. Damit kommen Sie nicht durch! Deaktivieren Sie die Barriere! Ich muss hier raus! Oh, bist du da? So, Onkel. Hör auf, wegzulaufen. Hör auf. Was machst du? Nein! Oh Gott. Ist hier noch Loot? Wir haben absichtlich darüber geschickt, falls sich verwundert. Ja, Junge. Was geht ab? Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Kette harmlose Beleidigung nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit Sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nilsch. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Baxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unseren Retter für mehr als eine Rettung. Natürlich. Können Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Baxil in Ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die Sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an Ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von Ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nilsch anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn Sie es vorziehen, könnten Sie jetzt auch nach Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Techix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald Sie Ihre Aufgaben hier erledigt haben. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Oh, danke, Sam. Danke, danke. Danke. Was geht ab, Team? Ab. Okay, was? Ist aktiviert. Da ist noch Blut drin. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich will dich nicht abstellen, Sam. Ich will dir nicht deinen Mord unterziehen, das dich zum Schweigen bringt. Oh. Offenbarste Text. Offenbarste. Häftlingsgruppe. Okay. Und mehr Loot, die wird gebraucht. Ich will natürlich meine N7 Armor zusammenkratzen können. Ausgang. Was fehlt mir hier? Einen anderen Eingang. Ah.
Vielleicht habe ich was übersehen. In dem Fall, upsie. Und dann rüber zu. Bin ich Rex, die erste und einzige Asari, die Sie kennen? Die erste schon, aber nicht die einzige. Ach, wer denn noch? Lexi. Oh, natürlich. Das überrascht dich, Bibi. Ja, anscheinend kurz aufgehört mitzudenken. Ich hätte was Wärmeres anziehen sollen. Ja, so kalt ist es gar nicht. Also Schluss damit. Fahren Sie eigentlich in die richtige Richtung? Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Was hättest du, Bibi? Eindeutig. Ich glaube, das war's. Oh, das ist cool. Ich registriere anormale Werte, die von diesem Angara ausgehen. Ein Scan des Leichnams könnte Ihnen weitere Informationen liefern. Ich denke, das war's. Gute Arbeit. Okay, danke. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ja. Ah, scannen. Hat er gesagt. Die Cat haben diesem Angara einen Chip eingesetzt. Ein Tracking-Chip? Kannst du das Signal umkehren, um einen NAV-Punkt zu ermitteln? Der Chip ist inaktiv. Aber mit weiteren Scans könnte ich das Signal möglicherweise wiederherstellen. Verstehe. Weitere Leichnamen finden, weitere Scans. Aber wir fahren lieber weiter. Okay. Wir haben genug Schlüssel nochmal, damit wir uns diese Sachen angehen können. Ich orte eine lokale Interferenz der Frequenz. Das könnte störenden Einfluss auf die planetare Kommunikation haben. Dann überprüfen wir das jetzt. Ich habe noch gar nichts eingelevelt. Das Ding noch nicht benutzen. Noch nicht, nur wegen des Behälters hier. Verdammt. Hopfen wir mal auf diese Dinge rauf. Vielleicht fehlen mir einfach die Glyphen. Das war's einfach hier. Jump Rider. Was hat es mir hier angezeigt? Okay. Naja. Rup. 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 Sie haben Zeit im Kulturzentrum auf der Nexus verbracht. Haben Sie auch etwas über Omega gelesen? Noch nicht. Erst die Heimatwelten. Ich will ein solides Grundverständnis aller Spezies, bevor ich mich auf die Sonderfälle stürze. Ja, Omega ist sicher ein Sonderfall. Freunde gesagt? Wir konnten bisher keine ihrer Verteidigungssysteme ausschalten. Wir haben es versucht, dabei aber große Verluste erlitten. Wenn wir den Angara irgendwie helfen können, diese Cat zu erledigen, werden wir es tun. Ist das da an dem Berg eines ihrer Cat-Schiffe? Ist das ein Landeport? Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarnter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt?
gehört, die Cat hätten niemanden aus Northbrake verschleppt. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt. Pathfinder, Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Sie haben Angst vor ihr. Gehen Sie und scannen Sie diesen Pirscher für mich. Danach übernehme ich. Lebenserhaltung ist wieder online. Wo soll dieser Pirscher sein? Warte nicht irgendwo in der Nähe. Das zeigt mir schon direkt vor mir auf der Karte an. Ich muss ihn kennen. Hab ihn. Hier drüben. Beeindruckender Schuss. Ich habe das Ding den ganzen Tag verfolgt. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich? Ja, das wird ganz schwierig zu finden. Ich war schon bei dir. Okay. Rex. Hallo. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu halten. Das Leben hier draußen muss hart sein. Er war Ihnen ein guter Lehrmeister. Er war immer vorbereitet. Hat dafür gesorgt, dass ich schießen, jagen und ein Lager aufschlagen konnte. Haben Sie hier draußen schon mal auf Relikte geschossen? Ich sehe sie nicht allzu oft. Ich habe gehört, es soll irgendwo ein großes geben, aber ich habe es nie gefunden. Kommen die Cat oft hierher? Nur ein paar. Die Patrouillen des Widerstands halten die meisten auf und sie kommen nicht durch. Ich kümmere mich um die Verstreuten, normalerweise Pirscher, wie der, bei dem sie mir geholfen haben. Schießen Sie auch mal daneben? Ich? Niemals. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Hui. Danke, Sam, für die Nachricht. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Wir sollten so schnell wie möglich mit Baxel über ihren Bruder sprechen. Ich hoffe schon durch, keine Sorge. Schnell durchlauf. Er hat Volt verlassen? Er ist freigekommen und hat mir nicht mal einen Höflichkeitsbesuch abgestattet? Tut mir leid, ich kann nicht mehr sagen, aber der Auftrag von Niosh ist extrem wichtig und zeitkritisch. Nicht mal ein Anruf. Hallo Schwester, ich wollte dir nur sagen, dass ich noch lebe. Nicht mal das. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und ihm. Zeit für einen Anruf hätte er jedenfalls gehabt. Jedenfalls danke für die Information. Ich halte Sie über alle weiteren Funde und Entdeckungen auf dem Laufenden. Gut. Ende. Ja, ich muss den genauen Spot finden. Hier ist er. Sind Sie Baxel? Ich habe etwas für Sie. Von meinem Bruder, der immer den Helden spielen muss? Ja, Enjik hat mir schon gesagt, dass Sie kommen würden. Mein Sohn Skiot hat gesagt, er hat Leute losgeschickt, um Nilsch zu retten. Ich dachte, noch mehr Opfer... Aber zum Glück habe ich mich geirrt. Danke, dass Sie ihn rausgeholt haben. Sein Verlust hätte unsere Bemühungen um Monate zurückgeworfen. Sind die Daten, die er dabei hatte, so wichtig? Nilsch und der Commander scheinen das zu glauben. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Sterne und Himmel, das ist ein Plan der Cat-Einsatzzentrale. Eingänge, Ausgänge, Sicherheitsmaßnahmen... Wir können Ihre ganze Operation in die Knie zwingen. Moment, hier ist noch was. Oh, das ist nicht gut. Was? Die Eingänge zur Basis haben Schilde und sind mit einem Code gesichert, der geändert wird. Und zwar oft. Die Metadaten besagen, dass das hier vor Wochen heruntergeladen wurde. Sie werden den Code in Kürze wieder ändern. Wenn wir angreifen wollen, dann muss das jetzt geschehen. Lassen Sie mich helfen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Der Deaktivierungscode für die Sicherheitsschilde ist verschlüsselt, aber ich werde weiterhin daran arbeiten.
Ich habe Ihnen die Karte und einen Nav-Punkt für einen Seiteneingang mit weniger Wachen gesendet. Brechen Sie rasch auf. Wir bleiben in Kontakt. Ja, das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge geschehen. Ah, ich glaub, mach schon! Setz nach! Was für ein harter Fight. Ich glaube, ich werde da mal mit ein paar Leuten reden, wenn die nächste Episode startet. Ein bisschen Livium abbauen. Ja, ein bisschen. Ja, wirklich ein bisschen. Und dann mir diese fette Mission geben. Ansonsten, peace out.